Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben fast die benötigte Anzahl an Investoren erreicht. 1707 von 1750. Das Haus hat sich noch nicht ganz gefüllt, aber ich denke mal, wir können dann auch in Kürze loslegen. Mit der Weltausstellung, also weiterbauen. Schauen wir mal. Rüsten wir hier nochmal so einen Block auf. So, das müsste gewesen sein, ne? Genau, jetzt ist hier ist die Schokolade freigeschaltet. Moment, habe ich das eigentlich schon auf irgendeiner Route? Wird schon irgendwo Schokolade transportiert? Nein. Was kommt denn aus der neuen Welt alles rein an Schiffen? Schauen wir mal. Das hier zum Beispiel. Aber das ist schon prall gefüllt, die Route. Okay, ich könnte natürlich mal so eine Charterroute benutzen. Die Rumroute ist, glaube ich, auch schon voll. Ja, da sind alle Slots belegt und da sind auch schon drei Dampfschiffe drauf. Und das müssten die beiden Routen sein, die die neue Welt ansteuern. Schauen wir uns das mal an mit den Charterrouten, oder? Also, habe ich ja eh noch nie gemacht. Route einrichten. Wie mache ich das? Charterroute. Chartern Sie Schiffe, um Waren zwischen den Inseln hin und her zu transportieren. Ich hoffe, das geht auch neue und alte Welt. Ware auswählen. Schokri braucht man. Genau, da. Dann. Ah ja, das geht auf jeden Fall. Okay. Neue Welt. Neugiesing. Ziel. Kontor. Ah, okay. Das ist schon ausgewählt. Dann Zielhafen ist natürlich alte Welt. Giesing. So, dann nehmen wir alles mit. Und steigern parallel dazu die Schokoladenproduktion. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich die Schokoladenproduktion überhaupt schon angeschmissen habe. Aber ich glaube, es ist der Fall. Ich hoffe es zumindest. So, jetzt haben wir hier eine Charterroute eingerichtet. Dann parallel dazu. Ah, jetzt fehlt natürlich wieder die Arbeiterarbeitskraft. Okay. Na gut, müssen wir uns darum schnell kümmern. Ja, schnell. haben wir hier noch irgendwo Bauernhäuser in dem Bereich der Stadt? Ich befürchte, ich bezweifle es. Ich glaube nicht. Ja, dann geht es eben hier weiter mit dem Aufrüsten. Die Formel ist unvollständig. Zumindest haben wir genug. Mann, ich war ja schon bei 1000. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ärgerlich, aber da habe ich jetzt einfach nicht mehr drauf geachtet. Na gut, ich meine, mehr Einwohner können auch nicht schaden. Wo können wir denn noch ausbauen? Hier so ein bisschen. Nochmal einen Block hinstellen. Da, und dann machen wir hier nochmal einen Durchgang. Das war jetzt sowieso ein bisschen verbastelt. So, so, so. Dann brauchen wir natürlich noch eine Straße in Anschluss. Okay. Dann lassen wir sich die Häuser mal ein bisschen füllen und den Block will ich dann auch noch ein bisschen erweitern, glaube ich, hier. Ja, das passt. Ist einigermaßen symmetrisch. Hier ziehen wir nochmal eine Straße durch. So, das sollte hoffentlich genügen. Das war wahrscheinlich eh schon ein bisschen zu viel des Guten, könnte ich mir vorstellen. Dann weiter aufrüsten. Ah, wir haben es gleich. Das nicht mehr weit von entfernt. Mal ein bisschen vorspulen. Weil wenn die Häuser sich halbwegs gefüllt haben, ja, dann reicht das auf jeden Fall. 995. Bierfest ist gerade in Giesing, sehe ich. Sehr schön. Ja, die machen aber auch gerne Party. Also das sind echt die reinsten Partylöwen, meine Leute. Okay, ich reiß vielleicht vorsichtshalber doch nochmal ein paar wieder weg. Damit einfach idealerweise auch wirklich alle Bedürfnisse so weiterhin gedeckt sind. So, das passt schon. Okay. Dann müssten wir doch loslegen können hier. Yeah, funktioniert. Phase beginnen. Weltausstellung Hochbau. Die Weltausstellung nimmt langsam Form an. Die Fundamente wurden gelegt und die Gerüste errichtet und nun wachsen die Mauern in den Himmel. Die Vorfreude steigt. Sehr gut. Sollte auch wieder zu etwas positiver Presse führen. Ist aber, man muss auch sagen, es ist erst Phase 3 von 5. Das wird wahrscheinlich noch richtig, richtig mühsam mit den Arbeitskräften. Aber okay, es geht voran. Da werden jetzt die Waren hingeliefert. Und dann, ja, müssen wir natürlich nach der Schokolade schauen. Schwingen uns mal in die neue Welt. Die habe ich jetzt eh schon wieder ganz schön vernachlässigt. Schauen wir mal.
Was sagen die Bestände? Aber ich glaube schon, dass ich auch schon irgendwie so ein bisschen Schokolade produziert hatte, oder nicht? Nimmt ab. Entwicklung minus 3. Let's have a look. Hier fehlt ihr die Fruchtbarkeit. Habe ich das schon auf irgendeiner Insel angebaut? Also wenn, dann muss es echt schon lange her sein, ne? Hier ist kein Kakao. Habe ich hier die Fruchtbarkeit? Die hätte ich hier auf jeden Fall. Habe ich eigentlich noch nicht mehr Inseln hier besiedelt? Kann das sein? Mittlerweile sind natürlich alle Inseln vergeben. Das ist natürlich auch nicht ganz so ideal. Ich könnte versuchen, mich irgendwo dazu zu siedeln. Aber auch da wird es schon ganz schön eng. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Oh, das ist ja ein Problem. Wie viel Platz habe ich denn noch auf dieser einen Insel? Ja, nicht mehr viel. Könnte aber zumindest für so eine Grundproduktion müsste das hoffentlich reichen, oder? Aber auch das wird, glaube ich, eng. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Zuckerrohr, baue ich schon irgendwo Zuckerrohr an? Zuckerrohr, glaube ich, habe ich eh auf der Hauptinsel. Das müsste also passen. Was fehlt mir dann noch? Zuckerraffinerie? Puh, 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 puh. Ja, auf jeden Fall mal Kakao anbauen. Da komme ich ja nicht drum rum. Arbeitskraft habe ich genügend und Ressourcen, zumindest um hier mal ein bisschen was hochzuziehen, müsste schon passen. Für den Anfang zumindest. Hier oben bringe ich natürlich nichts hin, also mir bleibt nur noch diese Anbaufläche hier. Und hier kann ich vielleicht noch ein bisschen was hinquetschen. Ah, das ist... Ich brauche hier dringend eine weitere Insel in der neuen Welt. Ja, schauen wir mal. Denn hier mal so ein Ding hin, wie viel Anbaufläche braucht das Ding? 128, das ist jetzt auch nicht unbedingt wenig. Machen wir hier mal voll. Und möglichst halt wirklich jeden Fleck nutzen. Wo sind wir? 102 von 128. Okay. Na, fehlt noch ein bisschen was. Okay. Na, jetzt aber, oder? Wie viel denn noch? Okay, das reicht. Noch eine Kakaoplantage. Und dann schauen wir uns gleich mal die Geschichte mit dem Zuckerrohr an. Ja, schön so ein bisschen am Rand entlang bauen, damit ich einfach den restlichen Platz auch noch irgendwie nutzen kann. Dann muss ich hier noch mit einer Straße rum. Vielleicht, ja, wahrscheinlich... Ziemlich sicher sogar braucht es dann nochmal ein Lagerhaus. So, ja, ich habe es befürchtet. Der ist eh schon außer Reichweite und der auch. Gut, dann machen wir hier mal mit einem Feldweg weiter. Schlängeln den hier mal so die Küste entlang. So, und dann kommt da ein Lagerhaus hin. Wo machen wir es denn? Ja, bauen wir es hier hin. Ja, passt schon. Okay, für den Anfang zumindest. Dann Zuckerrohr. Ich meine, dass ich Zuckerrohr doch auch für was nochmal? Aber ich glaube, ich baue schon an, oder? Zuckerrohr, genau. Da wird Zuckerrohr angebaut. Wie schaut es da mit der Produktion aus? Zuckerrohr 399. Okay, können wir guten Gewissens erstmal einfach... eine Zuckerraffinerie hinbauen. Das passt. Können wir direkt hier daneben stellen. Sehr schön. Lagerhaus in der Nähe. Der kann sich seine Sachen direkt vom Feld holen. Dann ist das schon mal erledigt. Und die Schokoladenfabrik. Wo baue ich die hin? Ja, schon hier in der alten Welt. In der neuen Welt. Definitiv. Ganz klar. Wo sonst? Und idealerweise halt auch irgendwo hier. Kriegen wir die hier noch unter? Ja. Und den Park hier, die ganzen Ornamente, kann ich auch noch abreißen. Kann man erstmal so machen, glaube ich. So, jetzt fehlt natürlich wieder Obrero-Arbeitskraft. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal wieder ein paar Häuser aufrüsten. Das machen wir. Ja, ein paar Häuser müssen wir auch nochmal neu bauen. Jo, kommen wir nicht drum rum. Journalero-Hütten, wo haben wir denn noch Platz? Hm.
Da geht noch was. Und hier können wir auch noch was hinbauen. Straße nicht vergessen, nicht, dass wieder ein Aufstand gibt. Dann müssen die Sicherheitskräfte wieder ausrücken. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, das reicht hoffentlich erstmal. Dann, wenn wir hier noch ein bisschen aufrüsten. Da ist noch eins. So, das hat genügt. Okay. Das ist erstmal wieder so im Lot hier mit der Arbeitskraft. So, dann müssen wir noch den Kakao hier hinschippern. Wie schaut's denn aus? Eine Handelsroute haben wir, die ist aber schon voll belegt. Dann würde ich einfach nochmal ein bisschen größeres Schiff, glaube ich, ordern. Mit mehr Plätzen. Können wir uns das schon leisten? Beziehungsweise, nee, was wollte ich sagen? Wird es Sinn machen, da vielleicht direkt ein Dampfschiff hinzuschicken, oder? Ich glaube schon. Frachtplätze 6, dauert 9 Minuten. Unterhalt 500. Oder doch ein Segelschiff. Würde eigentlich reichen. Kostet halt weniger Unterhalt, ne? Deutlich weniger. Fregatte hat 3 Plätze, Clipper hat 4. Erstmal ein Clipper. Erstmal ein Clipper und dann schicken wir den auf die Route. Habe ich nicht eigentlich hier noch... Habe ich nicht hier auch noch irgendwo einen Clipper rumeiern, der nichts zu tun hat? Linienschiff. Fregatte bringt mir auch nichts, weil er hat nur 3 Handelsplätze. Ich fürchte nein. Doch, da ist noch ein Clipper. Ah, der ist auf der Route. Okay. Inaktiv. Genau, da wollte ich hin. Linienschiff. Linienschiff. Fregatte. Ne, müssen wir auf den Clipper warten. Und sobald der fertig ist, kommt der auf die... Ja, auf die Route in der neuen Welt. Okay, gut. Das muss ich jetzt einfach auf dem Schirm haben, dass ich nicht vergesse, das Schiff dort sofort auf die Route zu packen. Und damit sollte dann zumindest schon mal so eine Grundproduktion an... Schokolade anlaufen. Und parallel dazu, wir können ja auch dazu kaufen. Zumindest, um die Leute hier schon mal zufriedenzustellen. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Mein Geld habe ich genügend. So, wir müssen gerade nochmal hier ein bisschen... Ach, ist ja wunderbar. Müssen wir überhaupt nichts machen. Können wir einfach veröffentlichen. Zack. Spart Einfluss. Oh, da habe ich ja jede Menge. Dann, wenn das so ist, dann gibt es auch direkt noch einen weiteren Schlachtkreuzer. Ganz klar. Boah, und die Bilanz ist ja der Hammer. Plus 20.000 fast. Also aktuell läuft es wirklich. Solange nicht einer von meinen Mitkonkurrenten wieder auf dumme Gedanken kommt, ist das alles wunderbar. Okay, dann können wir Handel treiben. Dann kaufen wir einfach noch Schokolade hinzu. Machen wir die Schokolade ziemlich weit unten. Linksklick handeln. Ja, mach voll. Die Lager auf jeden Fall mal hier so 444. Ja. Oder ausgewogen. Was kommt denn? Ja. Nur das passt schon, denke ich. Kann man so machen. Okay. Dann, ich habe das Gefühl, ich habe doch irgendwo, habe ich, glaube ich, noch ein Schiffchen rumstehen, mit dem ich eigentlich noch handeln wollte, kann es sein? Und alles mit dem Siegel. Ja, zum Verkauf. Ach, der hätte sowieso gerade einen Clipper da. Ja, komm, kaufen wir. Geht ein bisschen schneller. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, Moment, ich breche den anderen Clipper gerade wieder ab. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, hat der vielleicht noch irgendein sinnvolles Schiffs-Item. Gerade am Start. So, der Clipper ist wieder abgebrochen. Dann werden wir hier gerade mal ein bisschen Handel treiben. Alles im Namen Ihrer Majestät. Schokri hat er keine im Angebot. Vielleicht irgendein cooles Schiffs-Item. Schiffswerkzeug, Truhe, Selbstreparatur ist nicht so verkehrt. Ist eigentlich sogar ziemlich gut. Piratenmodus, was bedeutet das? Moment. Ihre Gebäude und Schiffe reparieren sich selbst sogar während des Kampfes. Ja, kaufen wir mal, komm. Kann nicht schaden. Können wir das gebrauchen? Habe ich schon. Königlicher Kaperbrief. Da kann man halt dann Schiffe angreifen, ohne dass irgendwas passiert. Also außerhalb des Kriegszustandes. Finde ich eigentlich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Ein Immunitätsbrief. Verhindert, dass Schiffe angegriffen werden können, aber können oder selbst... Achso, okay. Das heißt,
Nee, dann lieber den hier, glaube ich, oder? Ah, den nehmen wir auch noch mit. Kostet 10.000, komm, wir haben das Geld. Was soll der Geiz? Okay. Dann schick mal den direkt auf die Route. Dann soll er diesen Dingsbumsbrief... Ah, okay, nee, den bringt er jetzt schon noch schnell nach Hause. Den möchte ich hier auf der Hauptinsel im Kontor haben. Da habe ich schon wieder ein Problem mit Ingenieursarbeitskraft. Das können wir gerade mal beheben nebenbei. Und dann müssen wir mal schauen, wie die Route heißt. Ich glaube, das geht sogar vielleicht ein bisschen schneller, wenn ich gerade mal rüberfliege. Ja, definitiv. Schnell mal schauen, was die Route für den Namen hat. Ein Schiff erster Klasse. Und zwar die Maisroute. Okay, gut. Die Maisroute ist das. Dann wird die Maisroute gleich noch durch einen weiteren Clipper verstärkt. Und wir müssen... Hier ist das Lager einfach voll, ne? Und hier mittlerweile auch. Sehe ich das richtig? Weil der karrt ja echt Bananen ohne Ende rum. Nee, Moment, ich muss den einfach nur, Moment, wir haben es gleich. Ich muss den hier einfach voll entladen lassen. Alles andere macht ja keinen Sinn. So, voll entladen. Dann werden wir hier in Zukunft keine Schokolade, sondern Kakao aufnehmen. Kein doppelter Boden. Oh, Beryl O'Mara hat mir gerade 7000 Münzen geschenkt. Ja, vielen Dank. Die mag mich offenbar. Die mag mich offenbar mittlerweile wirklich. So, einmal das. Klicken, um zu entladen. Funktioniert jetzt natürlich noch nicht, weil ich aktuell nur dieses kleine Schiff hier drauf habe. Wird sich aber gleich erledigt haben. So, sehr schön. Das ist schon mal erledigt. Zurück in die alte Welt. Und dann laden wir den Kram gerade mal ab. Und dann kommt der direkt auf die Route. Delphi. Delphi kommt auf die Route. Maisroute. Hinzufügen. Delphi. Annehmen. So, sehr gut. Das dauert natürlich jetzt eine ganze Weile, bis der da drüben seinen Allerwertesten hingeschippert hat. Aber dann läuft das. So, was haben wir hier noch? Warnung. Achso, das ist einfach nur wieder Krieg bei den Piraten. Sollen sie mal machen. Schiff wird produziert. Was sagt hier die Ausbaustufe? Ja, das dauert noch eine ganze Weile, ne? Dauert da insgesamt eine halbe Stunde. Und dann wird das sowieso wieder, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis hier die dritte... Wir sind jetzt in der dritten Phase. Das heißt, bei der Verglasung, sehe ich das richtig? Ne, wir sind beim Hochbau. So schaut's aus. Und danach kommt die Verglasung, danach kommt die Infrastruktur und danach erst ist die Weltausstellung fertig. Ja, das kann echt noch eine ganze Weile dauern. So, Probleme auf der Handelsroute. Das ist irgendwas, was ich mir zwischen den Aufnahmen anschauen werde. Okay. Das läuft soweit. Wie schaut es mit der Zufriedenheit aus? Von dem nächsten, vom Dampfwagen. Oh, da sind wir noch ordentlich von entfernt. 5000 Investoren. Ach du grüne Neune. Das wird dann wahrscheinlich auch die nächste, also die Voraussetzung für die nächste oder für die übernächste Ausbaustufe werden. 5000. Heiliges Blechle, ja. Naja. Atme ich gerade Lachgas? Atme ich gerade Lachgas, fragt sie mich. Ja, weiß ich doch nicht, was du atmest. Ich meine, so ein bisschen kann man schon mal weiter aufrüsten, das schadet ja nichts. Aber ich würde es dann auch eher noch mal ein bisschen laufen lassen und schauen, ob das mit den ganzen Bedürfnissen immer noch so hinhaut oder ob ich da noch mal irgendwie ein bisschen nacharbeiten muss. Ich vermute mal schon. Jetzt habe ich doch eine ganze Weile aufgerüstet, ohne halt irgendwie die Produktion zu erhöhen. Da ist das Bierfest. Da schauen wir doch kurz vorbei. Lassen wir uns mal blicken hier. Da sind sie. Ja, bestens gelaunt, meine Leute hier. Die Uhr ist mir früher auch nicht aufgefallen. Kann es sein, dass die vielleicht erst durch die Elektrizität dazugekommen ist? Das könnte ich mir vorstellen. Ja, da ist Party angesagt. Wenn ich hier gerade mal passieren dürfte. Ich war schon ewig nicht mehr in meiner Stadt unterwegs. Vielleicht sollten wir einfach mal einen kleinen Spaziergang machen hier. Die sehen jetzt auch mittlerweile alle ziemlich adäquat gekleidet aus hier, so Ingenieure, Investoren.
Ich glaube, die mit den grünen Gewändern sind die Investoren, oder? Da werden Bilder gemacht. Cool. Cheese. Danke. Cool. Selfie. Das erste Selfie. Ah, prächtig sind die schon. Und ich denke mal, die sind auch nur so prächtig geschmückt, solange halt so ein Fest läuft, oder? Habe ich auch noch nie so wirklich drauf geachtet. Das ist ja schon cool. Feuerwehr. Nichts zu tun. Gut so. Die Hochräder. Ja, die sind jetzt natürlich auch im Stadtbild unterwegs mittlerweile. War ja früher auch nicht so. Ne? War ja ewig nicht mehr unterwegs gewesen hier. Die olle Kirche. Ah, schon. Es wächst und gedeiht. Städtliches Städtchen hier. Fette Bank. Protziger geht's ja kaum. Und dann auch so schön ein bisschen erhöht aufgestellt. Cool. Litfaßsäule. Gefällt mir. Mir gefällt, was ich sehe. Kann ich hier eigentlich auch drauflaufen? Schade. Doch, geht, geht. Ah, cool. Ja, schöne Geschichte, schöne Geschichte. Okay, das läuft erstmal. Die Innenstadt. Da ist Party angesagt. Meine Familie hält sie in höchsten Ehren. Ja, und sie freut sich auch. Obwohl ich das gar nicht will. Na gut, also, was gibt's sonst noch so zu tun, bevor wir Feierabend machen? Die Routenprobleme, gut. Das mit der Schokolade. Ist eigentlich schon ein bisschen was gehandelt worden. Ist schon Schokri reingekommen hier. Sieht fast so aus, ne? Ich glaube, ein bisschen was wurde dazu gekauft. Ich könnte natürlich schauen, gerade nochmal, ob Beryl O'Mara vielleicht irgendwo Schokolade verhökert. Weil mit der habe ich ja ein Handelsabkommen und es kann nur gut sein, dort ein paar Dinge zu kaufen. Schön zu sehen, dass du noch beide Kniescheiben hast. Ach, die hat schon Schmuck. Ach, wie krass. Okay, aber keine Schokri. Keine Schokri. Sie würde Bier kaufen, sie würde... Was würdest du sonst noch kaufen? Ja, okay, Rindfleisch habe ich selber nicht. Schnaps könnte ich hier natürlich abgeben. Okay, das wäre noch eine Option vielleicht, um die Beziehung nochmal so ein bisschen zu stärken, einfach mal ein bisschen Handel zu treiben. Ihr die Sachen bringen, die sie benötigt. Und sie bietet auch überall... Ist schon auf jeder Insel unterschiedlich, was sie anbietet, glaube ich, ne? Aber wahrscheinlich macht es nur Sinn, also eher Sinn, auf der Hauptinsel zu handeln. Ich könnte natürlich in der neuen Welt schauen, ob sie da irgendwie ein bisschen Schokolade veräußert. Ja, das schaue ich mir mal an, bis zur nächsten Dings, bis zur nächsten Folge, glaube ich, ob sich das lohnen würde, mit der ein bisschen Handel zu treiben. Meine Diplomatie, wir sind eh noch, wir sind auf 100%. Können wir vielleicht sonst noch hier irgendwas... Na, das geht sowieso aktuell nicht. Lasse ich erstmal so stehen. Handelsrechte sind vorerst mehr als genug, das passt. Und in Neugiesing ist noch jemand angekommen, den lassen wir natürlich noch. Wollen wir sie reinlassen, das machen wir natürlich noch. Ein Schürfer. Was bringt mir der? Okay, das würde mich doch tatsächlich noch interessieren. Erhöht vermutlich die Goldproduktion, gehe ich mal von aus. Was soll er sonst tun? Ach, was ich hier nicht noch alles rumoxidieren habe, muss ich auch mal wieder aussortieren. Geldverleiher. Bedürfnis Malus minus 100, das ist aber auch nicht so schlecht. Kleiner Übersetzungsfehler kann das sein. Einwohner verbrauchen 100 minus 100 less. Bankhaus, okay. Aber den brauche ich also, wenn dann in der alten Welt. Den Geldverleiher. Und der Schürfer. Unterhaltskosten minus 50. Ah, beeinflusst Bohrtürme, okay. Ja, auch nicht so schlecht, weil Öl... Also ich habe ja jetzt nochmal ein neues Kraftwerk gebaut. Könnte sich vielleicht lohnen, die Items mal in die alte Welt zu verlagern. So, hier ist Krankheit am Start. Sollte aber auch kein Problem sein. Überall Ärzte im Einsatz. Sind die denn immer noch zufrieden? Was sie von uns erreicht haben. Passt. Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Das läuft erstmal ganz zufriedenstellend, die ganze Geschichte hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut. Und bis dahin solltet ihr auch zumindest mal die dritte Phase mittlerweile hier von der Weltausstellung abgeschlossen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.